Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Seemann. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast bei den Geheimnissen der sidereischen Astrologie. Und wir haben heute in diesem Video das Thema Vorhersage 2024 für die Fischegeborenen. Ja, was betrifft die Fischegeborenen im Jahr 2024? Was erwartet euch? Ich würde mal sagen, alles wird anders. Warum? Wir haben in der siderischen Astrologie ja einen ganz anderen Turnus oder beziehungsweise die Planeten stehen in einem anderen Tierkreiszeichen, als ihr vielleicht bisher von der normalen tropischen Astrologie kennt. Und das bedeutet für den Fisch nämlich Folgendes: Der Neptun, Herr des Wassers, ist zurück in seinem Haus, ist zurück in seinem Zeichen. Und das ist auf der einen Seite für die Fischegeborenen, sagen wir mal so, für alle, die sich mit ihrem Lebenskern beschäftigt haben und die wissen, wer sie sind, sich mit ihrem Inneren auseinandergesetzt haben, ihren Weg, ihre spirituelle Reise angetreten haben, kann es ein absoluter spiritueller Durchbruch werden. Das heißt, ihr bekommt jetzt endlich nach so vielen Jahren, wo ihr vielleicht vorgearbeitet habt, in diese spirituelle Welt gehen, in diese Feinstofflichkeit einzutauchen, den letzten Schub wirklich auch in diese Kraft einzutauchen. Das bedeutet, Durchlässigkeit, Hellsichtigkeit, Medialität verstärkt sich bei allen Fischengeborenen, die die letzten Jahre an sich gearbeitet haben, um ein Vielfaches. Das kann man sich vielleicht noch gar nicht vorstellen, denn das sind wirklich Auslösungen, die kommen ja nur alle 164 Jahre vor und das ist wirklich etwas Außergewöhnliches in diesem Jahr, denn auch Rahu steht eben in diesem Thema und ihr seid daher ganz stark mit euch selbst beschäftigt, ihr seid beschäftigt mit diesen Themen, dort voranzugehen und euch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also keine Angst, viele Fischegeborenen sind sehr durchlässig und sagen, um Gottes Willen, bitte nicht noch mehr. Es gehören natürlich auch die Hausaufgaben dazu für alle medial arbeitenden Menschen, das Thema Schützen, Reinigen, Abgrenzen. Diese Sachen, das gehört zu diesem Basiskit, den ihr eben haben müsst, um in dieser Welt zurechtzufinden. Aber wenn ihr diese Themen beherzigt habt und diese Sachen auch für euch eingenordet habt und kennengelernt habt und integriert habt, dann steht dem nichts mehr im Wege. Dann würde ich sagen, ist für euch wirklich der Punkt jetzt angekommen, wo ihr diese Sachen auch umsetzen könnt und für euch endlich nutzen könnt. Und es wird euch gut tun. Das betrifft natürlich diese Menschen, die tatsächlich in diesem Bereich gearbeitet haben und die sich auch für diesen Weg entschieden haben. Die werden den absoluten, ja, glücklichen Weg in dieser Richtung finden. Alle anderen, die jetzt am Anfang stehen, und das ist jetzt bitte nicht wertend, müssen sich mit anderen Themen auseinandersetzen. Für die steht es jetzt an, erstmal hinter den Vorhang zu schauen, neue Wege zu finden, Geheimnisse zu entdecken, Lügen zu entlarven. Da geht es einfach dann um diese Basisthemen, auf den Weg zu finden, was es in dieser Welt alles zu finden gibt, in dieser spirituellen Weg. Wenn wir diesen spirituellen Weg noch nicht eingeschlagen haben, dann kann es natürlich sein, dass die Fischegeborenen auch mit irgendwelchen dubiosen Themen, sagen wir mal, indirekt dazu ein bisschen hingezwungen worden werden. Also das wird vielleicht den einen oder anderen Betrug geben, man wird vielleicht übervorteilt werden, man wird belogen werden. Das sind so diese kleinen Tendenzen, um diese noch nicht Fischemenschen, die jetzt in diesem Weg unterwegs sind, auf den Weg zu bringen. Das ist nicht schlimm und soll euch nur ein Zeichen geben, dass ihr euch vielleicht mit anderen Themen auseinandersetzen dürft. Dann wird es nämlich leichter. Es ist natürlich ein Transit beziehungsweise eine Auslösung einmal durch Rahu und dann eben auch noch durch Neptun in den Fischen und den Frühlingspunkt haben wir natürlich auch noch in den Fischen. Wir sind im Fischezeitalter, das kommt noch dazu. Das heißt, dieses Thema ist eine längerfristige Geschichte, nicht nur für 2024, aber in 2024 ist sie besonders intensiv für den Fisch. Was darunter etwas leiden kann, nicht muss, leiden kann, ist natürlich das Eheleben, die Beziehung oder die Liebe. Das liegt aber vielmehr daran, nicht weil keine Beziehungen oder sowas da sind oder weil der Partner nicht kommen möchte, sondern weil diese Fischemenschen oder Fischegeborenen so stark mit sich jetzt beschäftigt sind und mit sich auch beschäftigen müssen, dass da einfach gar keine Energie mehr übrig ist, keine Zeit mehr übrig ist, um sich mit dem Thema Partnerschaft auseinanderzusetzen. Wir können das auch unter einen Hut bringen. Wichtig wäre es dann einfach trotzdem, bestimmte Zeitressourcen auch für diese spirituelle Reise bereitzuhalten, denn die ist einfach da, die ist wichtig, die sollt ihr gehen und das muss der Partner einfach wissen. Dann ist alles in Ordnung und dann kann natürlich auch der Liebe nichts mehr im Wege stehen und dann kann das auch glücklich, gut und alles wunderbar werden. Es liegt also vielmehr daran, wo ihr persönlich euren Fokus hinlegt, um eben in dieser Zeit nach vorne zu gehen. Mit eurem persönlichen Lebenskern.
Was steht noch an? Geld und Beruf. Geld ist so eine Sache dieses Jahr. Im ersten Halbjahr würde ich sagen, da gibt man gerne ein bisschen mehr aus, als wir eigentlich haben. Ja? Also das heißt, das Geld liegt, sitzt recht locker. Es hat sich durch die letzte Zeit einfach auch noch so irgendwie eingebürgert. Wir können das Ganze auch schön ausgeben. Es ist überhaupt kein Thema. Aber ich würde ab Mitte des Jahres etwas achtsamer damit umgehen, damit es einfach in mehr Ruhe und Stabilisierung kommen kann. Es ist jetzt nicht schlecht, aber es ist so, dass man vielleicht ja zu schnell und zu viel ausgibt, als man vielleicht momentan gerade hat. Das ist das Einzige, wo ich jetzt da ein bisschen bemängeln würde. Beruflich sieht es jetzt so aus, dass ihr beruflich eine ganze Menge an Chancen bekommt. Ihr habt dieses Jahr das galaktische Zentrum auf eurer Seite. Das heißt, da stehen ein paar gute Planeten mit dabei, die aber auch sagen, wenn ich euch eine Chance gebe, wenn ich euch etwas hinlege, dann müsst ihr sie auch ergreifen. Also wichtig für diese Fische geborenen dieses Jahr wäre auch die Chance, am Schopf zu ergreifen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt schon ein Angebot bekomme für irgendeinen Beruf, den ich machen kann, der für mich jetzt auch passend ist, der mit meiner spirituellen Konstitution und meinem Menschen spirituellen Entwicklungsweg vereinbar ist, dann nehmt diese Chance. Lasst sie nicht vorüberziehen, weil nächstes Jahr ist die nicht mehr da. Also wir müssen wirklich auch ein bisschen schauen, was ist gerade geboten und was steht jetzt an und was müssen wir nehmen. Das wäre ganz wichtig, liebe Fische geborenen, dass ihr das tut. So, und das Finanzielle zum Schluss, das haben wir ja schon angesprochen mit dem Geld ausgeben, das ist so eine Sache, aber vielleicht noch ein Thema hinten zu. Ihr könnt investieren, ihr könnt auch spekulieren, aber versucht es ein bisschen aus der Intuition herauszumachen. Ich weiß ja, manche Menschen versuchen das vom Verstand her zu machen, die gehen praktisch ganz analytisch vor, wenn sie irgendwo Geld investieren möchten. Das ist ein guter Fonds, das ist ein schlechter Fonds, der verspricht mir irgendwelche Dinge. Das heißt, da kann ich das rational nachvollziehen. Bei den Fischegeborenen und vor allem jetzt im Jahr 2024 wäre es von Vorteil, es einfach total abstrakt zu machen. Macht es nach eurem Gefühl, lasst euer Gefühl viel mehr Raum einnehmen, als ihr es die letzten Jahre gewohnt seid. Denn das ist euer Joker. Der wird euch dieses Jahr wirklich weiterbringen. Na, das Gefühl, die Intuition, meditieren sowieso, bringt euch auf den richtigen Weg. Ahnenarbeit, liebe Fische, das ist jetzt dieses Jahr nett, dass wir darüber geredet haben, das lassen wir weg. Da müsst ihr ja euch jetzt gar keinen Kopf mehr drüber machen. Ihr seid jetzt wirklich dafür da, dass ihr versucht, euch in eurem neuen spirituellen Bewusstsein voll und ganz hinzugeben. Und ich sage euch, damit habt ihr genügend zu tun. Wenn das wirklich euch entsprechend funktioniert, habt ihr für 2024 alles gewonnen. So, in diesem Sinne wünsche ich den Fischen auch ein wunderbares 2024 und freue mich, wenn es euch gut geht, wenn ihr diese Tipps und Tricks von mir beherzigen konntet und wenn ihr auch wieder einschaltet, wenn es weitere Geheimnisse der siderischen Astrologie gibt. Mein Name ist Susanne Seemann und für alle, die nicht wissen, ob sie Fischegeborenen im siderischen Tierkreis sind, hier unten habe ich alles für euch ausgerechnet. Schaut einfach nach oder ansonsten geht auf meine Seite und lasst es euch kostenfrei ausrechnen. In diesem Sinne, eine wunderbare Zeit wünscht euch Susanne Seemann.